Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex. Ja, die Kleriker planen eine Großoffensive gegen die Alps und wir sollen die Anführer aller Fraktionen mal daraufhin prüfen, ob sie sich als dritter Anführer von einem Trupp eignen. Und dafür sollen wir hier mal mit allen sprechen und deswegen so die Entscheidung. Wir fangen da an, wo wir das Spiel auch begonnen haben. Hier in Goliath bei den Berserkern. Grüß dich, Ragnar. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Ach ja, wir haben selbst nicht genug qualifiziertes Personal. Schon gar nicht für die Kleriker. Tja. Was meine Unterstützung angeht. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Ja. Geh und such Ihr auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Ich habe mich um Irdor gekümmert. Und? Gab es Probleme? Nicht der Rede wert. Gute Arbeit. Sein Einsatz da draußen ist sehr wichtig für uns. Unsere Setzlinge sind jeden Aufwand wert. Hier, nimm diese Splitter und spül dir damit mal so richtig die Kehle durch. Mache ich doch Die gerne. Lauferei hat dich sicher durstig gemacht. Wie mache ich mich? Deinetwegen sind gute Leute gestorben. Nur weiter so, wenn du das Vertrauen in dich schmälern willst. Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meinte, dass du ihn nicht wie gefordert mit Maschinenteilen versorgt hast. Das hätte besser laufen müssen. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Man erzählt sich, du hättest einem Kleriker zur Flucht verholfen? Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Die Sache mit Hakon vergessen wir am besten ganz schnell wieder. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Das muss ich dir lassen. Der Mörder Stormson lebt, obwohl du damit beauftragt wurdest, ihm das Handwerk zu legen. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Wenn ich das so zusammenfasse, hast du uns mehr Probleme bereitet als gelöst. Meine Leute sind nicht gut auf dich zu sprechen. Einige fordern bereits, dass ich dich aus der Stadt verbannen sollte, oder Schlimmeres. Ich rate dir, dass du deinen Namen wieder reinwäschst. Solange das nicht geschehen ist, ist es dir untersagt, in Goliath Handel zu treiben. Aha, ja. Wie kann ich euer Vertrauen zurückerlangen? Du wirst ein paar gewichtige Fürsprecher brauchen. Das Wort einiger Setzer reicht da nicht aus. Such die Warlords auf. Sie werden dir die richtigen Aufgaben stellen. Das ist alles? Sie auf deiner Seite zu wissen, ist schon eine ganze Menge. Es kann natürlich auch sein, dass sie dich auf der Stelle hinrichten, aber das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Was meine Unterstützung angeht. Wie bekomme ich dein Vertrauen? Bring mir die Köpfe der anderen Gemeinschaften. Das sollte als Beweis genügen. Ist das dein Ernst? Da fangen deine Knie an zu zittern, was? Nein. Aber lassen wir den Unfug. Ich will, dass du den von dir angerichteten Schaden mit Elixit aufwiegst. Dann sollst du mein Vertrauen bekommen. Es. Wie viel Kontakt habt ihr mit den anderen Ländern? Wir wollen so wenig Kontakt wie möglich. Dennoch lässt es sich nicht immer vermeiden.
Zumal wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, unsere Weltenherzen auf Magalan zu verbreiten. Da versteht es sich von selbst, dass sich die Wege aller Gemeinschaften kreuzen. Was versprecht ihr euch davon? Die Menschheit vor dem Abgrund zu bewahren. Nur mit Hilfe der Weltenherzen kann diese Welt wieder geheilt werden. Sie hauchen der toten Erde wieder Leben ein. Aber anstatt, dass die anderen Gemeinschaften uns gewähren lassen, machen sie uns das Leben schwer. Wie kommst du darauf? Ich habe schon seit Wochen nichts Gutes von unseren Männern in Abessa oder Tavar gehört. Dabei habe ich ihnen extra eine schlagkräftige Eskorte zur Seite gestellt. Scheinbar war das nicht genug. Vielleicht willst du dich ja dieser Aufgabe annehmen. Wie kann ich die Weltenherzen finden? Wie gesagt, eines ist in der Wüste von Tavar und eines im Hochland von Abessa. Halt in der Wüste nach einer Oase Ausschau. Um das Weltenherz in Abessa zu finden, halt dich einfach südlich der Kuppelstadt. Ich sehe mich nach deinen Männern in Tavar und Abessa um. Rüste dich aber vorher gut aus. Eine innere Stimme sagt mir, dass es Ärger geben wird. Gerade die Outlaws sind unberechenbar. Mach dich also auf einiges gefasst. Aber da erzähle ich dir ja nichts Neues. Du kennst das Gesindel besser als ich. Tja, habe ich wohl schon ein bisschen was. Aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Ich bin bei Thorgal im Norden gewesen. Hat er die Situation im Griff? Ist das Weltenherz noch intakt? Das Weltenherz steht. Wie lange, weiß ich nicht. Was soll diese Antwort? Ich habe ihm doch einen Setzer zur Seite gestellt. Den kannst du von der Liste streichen. Ich will verdammt sein. Gerade die Landesgrenze zu Abessa galt als sicher. Stattdessen darf ich mich jetzt auch noch mit diesem Problem rumschlagen. Tja. In jedem Fall danke ich dir, dass du mir Bericht erstattet hast. Nimm dies als Entschädigung. Tja. Der Außenposten in Tavar wurde von den Outlaws attackiert. Diese verfluchten Maden, wie können sie es wagen? Nimm's mir nicht persönlich, aber der Großteil von ihnen ist weniger wert als Dreck. Wie steht es um unser Weltenherz? Zerstört. Und unsere Männer? Tot. Alle tot. Niemand hat überlebt. Das wird der Duke büßen. Er wird diesen Sieg mit Blut bezahlen. Sobald die Zeit es zulässt, werde ich ein paar Kämpfer entsenden und ihn meine Antwort wissen lassen. Dafür, dass ich nun Bescheid weiß, hast du dir ein paar Splitter verdient. Du kannst sie sicher gut gebrauchen, um deine Vorräte wieder aufzustocken. Das waren alle Lageberichte. Ja, und auch wenn die Schwierigkeiten offensichtlich sind, halte ich an unserem Vorhaben fest. Auf kurz oder lang werden wir dieser Welt ein neues Gesicht geben. Sie wird sich unserer Stärke beugen oder untergehen. Ja gut. So, also, das war jetzt wieder eine etwas längere Unterhaltung mit Ragnar. Ich fand es irgendwo doch ein bisschen witzig. An den Problemen sind wir jetzt nicht ganz unbeteiligt. Na gut. So, aber eigentlich, wir suchen ja für eine Offensive. Und Ragnar scheint nicht wirklich interessiert zu sein. So. Thorald. Schauen wir mal, was der gute Wanderer dazu sagt. Hier, Großoffensive und... Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Dickes Dreckviech. Auf'm Poppes!
Aua. Tja. Sir, weder Nacht noch Schatten können mich davon abhalten, auch nicht im Regen. Okay. Dann schauen wir doch mal. Der war ja hier drin und ich hoffe dann doch auch, dass es hier dann was zu holen gibt, wenn das Kackviech hier drin war, oder? Ne? Gibt hier nichts. So, wo ist der? Der ist irgendwo da oben. Das heißt, zurück zu dem und dann da oben durch. Hier hoch, darauf. Lirum, Larum, Löffelstiel. Ja. Dadurch. So. Ursprünglich sollte ich dir ein paar Raketen in den Poppes hauen. Letzte Warnung. Störe nicht meine Meditation. Oder du trägst die Konsequenzen. Ich soll mit dir reden. Ich habe dich gewarnt. Jetzt spüre meinen Zorn. Hier zeige ich's. Aschgesicht? Geh besser, wenn du leben willst. Ich habe dich gewarnt. Jetzt spüre meinen Zorn. Jetzt rechnen wir. Mit dem kann man sich nicht wirklich unterhalten. Ich habe dich gewarnt. Ich wollte doch gerade gehen. Spüre meinen Zorn. Hier zeige ich's. Also, mit dem kann man nicht reden. Gut. Unbelehrbar, unverbesserlich. Warum haben wir da oben eigentlich keinen Schnellreisepinöpel? So, dann sprechen wir. Ich glaube nicht, dass wir den Separatisten irgendwie irgendwas in die Richtung gehen könnte. Das da. Aber. Hey. Da oben ist ein Tierchen. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Ach, so riskant ist das gar nicht. So. Mal wieder mit den Separatisten reden. Hat man schon lange nicht mehr und vor allem, nachdem ich ja auch mit dem Eremiten gesprochen habe, wäre das hier, glaube ich, gar nicht so verkehrt, hier mal wieder vorbeizuschauen.
Ne? Sastak, alte Ratte. Fangen wir mal ganz unverfänglich an. Wann hast du meinen Bruder zum letzten Mal gesehen? Wann hast du meinen Bruder das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Tagen vielleicht? Kallax wurde in den Eispalast zurückbeordert, soviel ich weiß. Die Alps bereiten sich vor. Bald schon werden wir mit ihrem Großangriff rechnen müssen. Saddam hat mich eingespannt für seinen Feldzug gegen den Hybriden. Das dachte ich mir. Ich denke, es kann für dich eine gute Sache sein, seinem Weg ein Stück weit zu folgen. Ich rate dir nur genau zu prüfen, wann der richtige Moment kommt, wieder deinen eigenen Weg zu gehen. Hast du schon eine Ahnung, wie es um seine Elex-Kräfte bestellt ist? Nein, er gibt nicht viel von sich preis. Du solltest ihn auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wir behalten ihn besser im Auge. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherrn für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Nein, selbst wenn ich jemanden erübrigen könnte, glaube ich kaum, dass das funktionieren würde. Ah. Irgendwie glaube ich auch nicht so wirklich daran. Ja, gut. Das heißt, muss wieder da hoch. Der nächste Punkt ist es. Ja, am Staudamm dann. Ich mich dann wieder zum Eremiten hochprügeln darf. Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Reichvoller Gedanke. Und jetzt leben hier die Kleriker. Weil die zivilisierten Menschen habe ich ja getötet. Naja, oder so ähnlich. Ich bin direkt hinter dir. Wie frech. So viel zum Ausweichen mit Jetpack. Der hat mir in der Luft eine geballert, dass ich hier durch die Gegend geflogen bin. Hör mir auf, holla die Waldfee. Das hat wehgetan. Ich könnte auch. Ein Kampf! Aua! Au, 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 da kommt noch einer! Oder konnten da drüben schlafen? Ich glaube, ich schaue erstmal, ob wir da drüben schlafen können. Ja, die Reise. Ich frage mich bloß, was ich mit dem. Der Struktur dieser Kästen und der daran befestigten Schläuche nachzuurteilen, scheint dies einst eine primitive Form der Nahrungsausgabe gewesen zu sein. Vermutlich haben die Menschen ihre Teller unter die Schläuche gehalten, um sich ihre Portion Proteinbrei abzuholen. Die Menschen damals waren teilweise weiterentwickelter, als wir es heute sind. Weiterentwickelt als du auf jeden Fall, vielleicht nicht im technischen Sinne, aber intelligenztechnisch, deine Rückschlüsse sind sehr eigen.
Eieiei. Wie schaffe ich es nur mit Thorald zu sprechen? Das Das sind viele. Und ich hätte sie gerne nicht alle auf einmal. Ah ja, so viel zu dem Thema. Das Wandern ist des Müllers Lust. Ja, es war ein Stückchen Kampf. Da war noch irgendwo einer. Da haben wir einen oben platt gemacht. Ja, toll ist er. Kickst du den hier durch die Gegend, Falk? Bist du blöd? Kannst du dich einfach Stein klauen, kicken, machen? Ja, wo ist das? Hier war doch so ein Suppenhuhn, das hier auch noch irgendwo rumgesprengt ist. Das ist jetzt da hinten oben, okay. Da gehe ich jetzt nicht rüber. Haben wir die hier das letzte Mal alle in Ruhe gelassen? Na gut, das letzte Mal, wie ich hier lang gewandert bin, ging es mir ausrüstungstechnisch auch noch nicht so gut. Ich glaube, da bin ich die großflächig umgangen. Und habe sie dadurch vielleicht erst so eng zusammengezogen. Das kann alles sein. Irgendwas brüllt hier schon wieder ganz unanständig, aber ich glaube, es ist weit weg. Ach, hier war das Lager von den... Kein großer Heldtrank.
Hochleistungssuppe können wir herstellen. Das können wir nicht, das können wir nicht, das können wir nicht. Zumindest haben wir 4 Fleisch. Das heißt, das können wir auch. Okay. Ja. Yeah. Achtung! Führer für die Großoffensive der Kleriker gegen die Alps finden. Das ist der Plan. Der Rheinsensor, von dem her scheidet eigentlich der gute Eremit da oben ziemlich aus. Weil er hält sich ja seine Elex-Kräfte nach wie vor, also von dem her. Ist das kein Kandidat, den die Kleriker akzeptieren würden? Sind wir da echt so viel im Gang? Hätte ja nicht so toll funktioniert. Au, 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 au. Hüredü, tü. Aua, 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 aua. Wie wird denn da gleich so unfreundlich werden? Du willst.
was schlägst du denn da? Checks. Das Viech ist hier drüben. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Es war ein ziemliches Chaos. So. Das heißt, einer platt, dann stehen da drüben noch mal drei. Ob die jetzt noch angeschlagen sind oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir suchen immer noch unseren dritten Feldherrn für die Kampfoffensive. Ich weiß jetzt nicht, ob da die kleine oder eine große gemeint ist. Wie auch immer, wir müssen dann nachher noch den Angriff abwehren. Eins nach dem anderen. Wir schauen, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.